was mich gerade so fasziniert, das sind gerade zwei Fahrzeuge auf dieser Straße entlang gefahren. Ich weiß, wir müssen in die andere Richtung. Ach nee, wir müssen... Die Richtung geht auch. Wo sind die beiden Fahrzeuge jetzt hin? Kannst du nicht einfach Fahrzeuge spawnen und sie dann despawnen? Okay, das sah gerade so aus, als würdet ihr da in der Luft stehen. Das wäre auch so interessant gewesen. Gut. Weiter geht's. Die brennenden Autoreifen, von denen man da geredet hat eben. Okay. Du bist nicht gerade lebendig. Du auch nicht. Hey, was gibt's? Warum gehst du nicht ran? Radio ist an, kann gerade nicht reden. Ruf mich sofort an, sofort. Sag mir doch erstmal, was los ist. Das ist eine Falle, die warten auf dich. Wie eine Scheißfalle. Dreh sofort um, du Depp. Wie soll ich denn den Riesenlaster umdrehen? Auf der Straße ist mehr Verkehr als in Jillian Jordans Arschloch. Was hast du für ein Problem? Moment, die Bullen winken mich rüber. Ich muss irgendwie mich rausreden. Das könnten sie sein. Bleib nicht stehen. Hast du verstanden? Die haben bestimmt ein NCPDB-Uniform. Blenden. Ja. Dann hat das wohl, also, nicht so gut funktioniert. Aber wir haben eine Dingshose bekommen. Die sollten wir uns mal angucken. Ja. Die ist legendär. Und erhöht unsere Panzerung mal ums Doppelte. Zumindest was die Hose angeht. Nice. Stehen bleiben hilft manchmal. Ich habe das Gefühl, wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann sehr easy durch die Hauptmission durchgehen. Ich habe Eddies zu verdienen. Also hör zu. Eine von meinen Leuten, Juliet, sollte mir ein paar wichtige Daten besorgen. Aber sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Finde heraus, was passiert ist, okay? Und vergiss die Daten nicht. Details anbei. Verschwunden wie das Auto, was hinter mir war, das verschwunden ist, als mein Motorrad umgefallen ist. Ja, ist okay. Auftragsartikulation. Ziel Zetatech-Daten beschaffen, die Juliet Hurricane El Capitan schuldig ist. Ort Gibson Street. Street. Vor allem Street. Die Leute kennen mich als geduldig und verständnisvoll. Ich weiß, dass es neben der Arbeit auch Zeit für die Familie geben muss. Ohne ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit würden wir alle das Hirn rauspusten. Das weiß ich. Aber zwei Wochen wegen Familienangelegenheit von der Bildfläche zu verschwinden, ist das der Dank für mein Vertrauen? Respektiert Juliet mich so wenig? Ich vergöttere sie dafür, dass sie mir Unmengen wertvoller Daten von Zetatech beschafft hat. Aber so ein Verhalten verletzt mich tief in meiner Seele. Verstehst du?
Geh zu ihr nach Hause und sieh nach, was mit ihr los ist, aber denk dran, oberste Priorität haben die Daten, die sie mir noch schuldig ist. Juliet ist ein tolles Mädchen, aber wenn sie ein Problem mit der Realität hat und deren Kopf nicht aus den Wolken kriegt, dann, naja, wie gesagt, die Daten haben oberste Priorität. Ja, ist klar. Habe ich nicht eben gesagt, ich sollte noch einen technischen Fähigkeitspunkt leveln? Der eine Punkt, der mir jetzt noch fehlt? Natürlich. Hier wird unten noch was liegen sehen. Da. Dann halt übers Dach. Ja, da ist doch ein offenes Fensterchen. Ich sehe mich besser um. Beeindruckend. Wusste gar nicht, dass das Zeug noch auf dem Schwarzmarkt ist. Das sind alles Beruhigungsmittel. Für Leute mit richtig viel Kohle. Ziemlich viel für eine Person. Wer weiß, was sie auf dem Scheißhaus immer getan hat. Was für ein Chaos. Und es stinkt. Sonst sieht es aber kaum aus wie eine Söldnerbude. Getrocknetes Blut. Drei Monate alt. Da hat sich jemand ziemlich wehgetan. Spuren eines Kampfes. Könnte man so sagen. Fast komplett verbraucht. Sowas hat man nicht einfach im Erste-Hilfe-Kasten. Was haben wir denn hier noch? Dateien. Tagebuch. Und es durchfährt mich blitzartig zur Parade, mein Freund. Lass uns fliegen, küss meine Stirn, trag mir hoch bis in die Wolken, berühre. Schließlich können wir es vermissen, oder Schwesterherz. Rosi ist so dankbar und meine liebe kleine Schwester, die Hure, versteht es nicht. Nein, hör nur auf Julie und das Echo, 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 Echo sagt, dass du musst die Parade in Chapeltown sehen. Ohne uns wird die Party scheiße. Zur Parade, mein Freund, lass uns fliegen. Küss meine Stirn, trag mich hoch bis die Wolken, berühre. Ich werde dir beweisen, wie sehr Rosi dich liebt, 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 liebt. Da hörst du schon. Echo, Echo, Echo. Vor langer Zeit haben wir einen Kiesel vom Damm geworfen und erzählt, wie lange es er fällt. 2, 3 Echos, dann 4. Und wir warteten auf die Lawine 5, 6, die Night City begraben wird, damit du nicht zur Schule musst. 7 Echo, Echo. Aber nichts passiert, passiert, passiert. Nur schreckliche Stille. Es ist egal. Alles egal. Ich habe eine bessere Idee. Wir gehen zur Parade, weil der Damm schon bröckelt. Der Damm bröckelt schon. Okay. Ich glaube, Julie hat ein Problem. Das ist nicht unbedingt nur das Kampfproblem. Da haben wir unser Questding. Oho. Ach, was soll's. Ich nehme es einfach direkt schon mit, dann habe ich schon mal. Jules, bitte gib mir, dass ich das mache. Ich bin nicht annähernd so stark wie du und ich kann nicht mehr so tun, als ob ich es wäre. Ich sage dir nur ungern, aber für Rose gibt es keine Hoffnung mehr. Also rette wenigstens dich selbst, ehe es zu spät ist. Falls du deine Meinung änderst, ich warte im Sunset Motel auf dich. Denk nochmal drüber nach. Ich bitte dich, für immer. Die Wahrheit über die Cyberpsychose hatten wir, glaube ich, schon mal. Blutwerte. Rose Horrigan. Blutwerte. Anmerkung. PLT und TSA leicht erhöht. Keine ärztliche Untersuchung nötig. Aufgrund der zunehmenden Verschlechterung des psychischen Zustands der Patientin wird jedoch eine psychologische Untersuchung empfohlen. Ah, interessant.
Ein Safe hinterm Gemälde? Irgendwie abgedroschen. Aber hey, wenigstens kann man als Söldner gleich noch was lernen. Frag mich eher, wie es auf dem Boden gelandet ist. Juliet war wohl in Eile. Ja, hier ist was Abgedrehtes passiert, wie? Deswegen frage ich mich, wenn das der Safe ist, wie hing das Bild da? Von oben nach unten? Das ist das halbe Regal verdeckt oder die untere Ecke oder horizontal, sodass es die untere Ebene total verdeckt, dass der Flamingo nicht sichtbar ist und die Pflanzen dahinter? Hä? Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man seine Wertsachen am besten in einem Safe versteckt. Da ist ein Reader. Irgendwo muss ein Zugangssplitter sein. Jupp. Verlinkt man zwar mit allen möglichen E97A5555. Können wir damit anfangen? Nicht direkt. Na, kacke. Hab's verkackt. Gehen wir nochmal kurz raus. Versuchen es doch mal. 557A E9. Naja, gut, dann halt nicht. Was haben wir hier? Kamera. Oh, das sieht interessant aus. Oder was bist du? Los, Hurrigan. Okay. 1C1C1C. Verdammt. Ja, komm, hacken. Kommst du mit hoch oder bleibst du unten? Da kommst du mit hoch. Du bist auch stabil. Nope. Ich mag nicht, dass du mich schlägst. Und ich will auch nicht. Ich will dich auch nicht erschießen. Hey, bist du da? Ich hab dich gesehen, in deiner Wohnung. Ich weiß, dass du wach bist. Wer ist da? Rose, ich wohne gegenüber von dir. Du musst mir helfen. Schnell, sie wollen mich umbringen. Moment, was ist da los? Wer will dich umbringen? Judy und ihr Mann. Sie arbeiten für die Konzerne. Sie wollten mich mit Gaskapseln in mein Zimmer vergiften. Bitte, du musst mir helfen. Hast du Alkohol getrunken? Drogen genommen? Du kapierst es nicht. Die machen das mit mir. Sie haben mir mein Holo genommen, damit ich niemanden anrufen kann. Komm mal runter, Mädel, ja? Normale Leute wollen jetzt schlafen. Die Polizei steckt mit ihnen unter einer Decke. Ich flehe dich an, bitte. Du wurdest von Bernhard Ackermann blockiert. Okay. Juliet Harrigan.
Da haben wir den Safe-Schlüssel und ich bin mir ziemlich sicher, irgendwas Krankes ist hier vorgegangen. Tag 67, hohes Fieber, Migräne, Schwierigkeiten zu sprechen. Tag 68, hohes Fieber, Migräne, wieder Wahnvorstellung. Tag 69, leichte Besserung. Rosie klagt über keine Schmerzen. Sie isst und spricht wieder normal. Vielleicht helfen die neuen Tabletten endlich. Tag 71, ein Einfall. Sie tut, als ob nichts passiert wäre. Zeis Arm ist an zwei Stellen gebrochen. Ich habe Rosie in eine dreifache Dosis gegeben. Das hat sie eine Stunde ruhig gehalten. Tag 72, wie immer erinnert sie sich an nichts. Zai, der Mann ist ein Engel, hat gelogen und meinte, er wäre angefahren worden. Fahrerflucht, sie ist wieder normal, keine Schmerzen. Sie hat uns sogar Frühstück gemacht, meine Güte. Tag 80, obwohl für die Tabletten am wenig all unsere Ersparnisse draufgehen, funktionieren sie wenigstens. Sie braucht nur eine höhere Dosis. Sie ist wieder sie selbst und nur einmal glaubte ich, sie in einem leeren Zimmer reden zu hören, solange sie niemanden verletzt. Tag 91, wieder ein Einfall. Ich musste ihr die vierfache Dosis geben. Warum mache ich das überhaupt? Ich kann nicht mehr. Okay. Okay. Ich meine, der Vorteil ist, Rose wird irgendwann aufwachen, weil sie nur ihre Cyber, weil wir nur ihre Cyberwehr durchgebraten haben. E9BD1C. Da kommen wir gar nicht los. Mach was halt zu. Die kackse Komponenten. Man kann nicht immer Pech haben. Ja, du hattest zum Beispiel Pech. Ich sah da gerade einen NPD, Notfall. NCPD. Und der ist gelöst. So, wo ist jetzt das Beweismittel? Ich glaube, das ist das Einzige, was uns hier noch fehlt. Na komm. Irgendwo muss doch das Beweismittel sein. Oh, da ist sogar noch jemand. Hallo, markieren bitte, danke.